Es gibt Neuigkeiten auf dem Test-Server und damit meldet sich der Bregaran zurück aus der Welt von Drakensang Online. Und zwar befinde ich mich hier jetzt mit meinem neu ausgerüsteten Magier hier auf dem Test-Server. Und ich wollte mal mit euch hier die Änderungen bei den Skills durchgehen. Da hat sich doch grundlegend was verändert. Und zwar fangen wir hier gleich mal mit dem magischen Geschoss an. Hier haben wir mal grundsätzlich fügt 70% eines Grundschadens als physischen Schaden hinzu. Früher waren es 69%, jetzt sind es 70%, wenn man es voll skillt, sind es 102 statt 100. Das hat sich hier schon mal geändert, der Rest ist alles gleich geblieben. Beim Feuerball hat sich der Grundschaden nichts verändert. Dann haben wir hier das Mana ist reduziert, also das ist eh klar, das ist wie wir gehabt. Der Feuerball macht 15% erhöhter Schaden, ist eh klar. Und hier bei der Büromanie, da hat sich ein klein wenig was verändert, und zwar beim Verbrennen waren das früher 90% über 3 Sekunden, jetzt sind es 15%. Ich glaube, das haben sie mit Absicht abgeschwächt, weil ich meine hier im Disco7-Set BVB, ich muss nicht weiter reden, jeder weiß, was hier gemeint ist. Und deshalb sind die Feuerbälle dann nicht mehr so stark. Dann geht es weiter zum Eisgeschoss. Das macht mal basismäßig hier mal den gleichen Schaden. Dann hier ist das erste schon mal, früher war hier so der Frosteffekt, das Eisgeschoss, das dauert jetzt 5 Sekunden. Jetzt ist hier so, dass der Schaden gegen eingefrorene Gegner um 25% erhöht ist. Dann das zweite ist jetzt auch geändert worden. Hier waren ja früher, dass eingefrorene Gegner 15% des Grundschadens nochmal zusätzlich erleiden. Das ist jetzt nicht das erste, nur verbessert. Beim zweiten. Pro kritischer Treffer verringert die Abklingzeit von Frostdober und Frostwind um 0,5 Sekunden. Frostwind hat ja keine Abklingzeit, oder? Ah doch, ja, okay. Okay. Und dann, hier gegen Ende, durchschlägt das erste getroffene Ziel und fügt dem Gegner dahinter ebenfalls Schaden zu. Bin ich mir nicht sicher, ob das früher hier auch so war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ja beim Jagdpfeil so. Weil hier steht, weil früher bei mir hier gerade auf der Formseite steht, wenn der Eisgeschoss eine bereits eingefrorene Gegner trifft, besteht eine 35%ige Chance, dass die Abklingzeit für Frostdober und Frostwind um eine Sekunde reduziert wird. Das heißt, das hier ist neu. Beziehungsweise ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht sicher, ob das auf dem Live-Server auch so war. Da muss ich später mal nachschauen. Frost nur war alles wie gehabt. Dann hier, getroffene Gegner werden für 3 Sekunden, das ist alles gleich. Hier wird man Distanz sind nochmal hier weg. Und hier sind es nicht mehr 80% des Grundschadens, sondern 100%. Das heißt, da wurde ein klein wenig nach oben gebufft. Dann zum Teleport, die Bewegungsgeschwindigkeit ist gleich geblieben, die Betäubung ist gleich geblieben und die Mana ist gleich geblieben, da ist alles wie gehabt. Zum Blitz, da hat sich viel geändert, sehr viel sogar. Und zwar, das Mana ist gleich geblieben, das hier ist auch gleich geblieben und beim Ende. Früher war es so, wenn ein Blitzschlag eine bereits aufgeladene Krieger trifft, besteht eine Chance von 45%, dass er betäubt wird. Jetzt ist das Ganze hier aber so, wirkt eine Blitzexplosion, die 3 Sekunden nach dem Einschlag von Blitzschlag detoniert. Die Explosion fügt 100% deines Grundschadens als Blitzschaden zu. Die Explosion aktiviert elektrischer Debuff, elektrisiert Blitzangriffe, fügen 33% mehr Schaden zu, hält 2,5 Sekunden. Jetzt muss ich das Ganze hier nur mal kurz mit dem Q4-Set abgleichen. Weil irgendwie, das ist OP. Das ist OP jetzt dann hier mit dem Q4-Set. Weil oben Blitzschlägen fügen elektrisierten Gegner 50% Schaden hinzu und nochmal die 75. Plus hier hinten nochmal 100. Also ich finde das, das ist jetzt mehr als OP. Also das haben sie zu stark gemacht, meiner Meinung nach. Weil, wer spielt denn mit Blitzschlag eigentlich? Das sind ja die Leute, was mit Q4-Sets spielen. Das heißt, Q4-Magier, die werden jetzt wahrscheinlich mehr bevorzugt werden als Q7-Magier. Werden wir ja dann sehen. Dann zum Frostwind. Der Frostwind, das erste ist gleich, das zweite ist gleich und das dritte ist nicht gleich.
Pro erfolgreichen Treffer verringert die Abklingzeit von Frostwind um 5%. Früher war es so, wenn man jemanden getroffen hat, wurde insgesamt um 25% reduziert. Egal, ob man 10 Leute oder eine getroffen hat, wenn er jetzt 100 Leute trifft oder zum Beispiel jetzt hier 20 Leute, dann ist das gleich wieder aufgefüllt. Dann beim Kettenblitz, das erste ist gleich, das zweite ist gleich und das dritte ist gleich geblieben. Bei dem Wächter haben wir hier mal 1 und 2 ist gleich geblieben. Beim dritten verschießt er die Feuerbälle. Hier sind nochmal die Stats dabei, das Verbrennen gab es früher nicht. Dann zur Zerstörung, beziehungsweise zur Vernichtung. Das erste ist verändert worden und zwar hier pro erfolgreichen Treffer 5 Mana. Früher wurden die Kosten um 50% reduziert, das heißt es kostet jetzt 90. Okay, früher kostet es glaube ich 100, jetzt kostet es 90. Jetzt kann man das Ganze hier pro erfolgreichen Treffer nochmal reduzieren. Hier die Abklingzeiten reduziert ist gleich geblieben und der Schaden ist auch gleich geblieben. Bei der Singularität haben wir alle drei gleich. Beim Meteorit, das erste ist gleich, das zweite ist gleich und das dritte ist, glaube ich, auch gleich. Sind es 66? Nein. Jetzt sind 66, früher waren es 200%, das heißt, der wurde abgeschwächt. Gedankenkontrolle 1, 2 und 3 ist gleich und gefrorene Sphäre. Das erste ist gleich, das zweite ist gleich und das dritte sind nicht mehr 66, sondern 100%. Und bei der gefrorenen Sphäre, da gehe ich jetzt mal in die große Wüste. Dass ich das Ganze hier mal schön herzeigen kann. Und zwar kann man, wie man jetzt hier sieht, da wo ich mit der Maus hinzeige, da explodiert die gefrorene Sphäre. Dann ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Ganze hat kein Limit. Das heißt, wenn ich hier über den Rand rausklicke, dann geht das auch über den Rand hinaus. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, macht beim Durchfahren noch immer Schaden, oder? Darf ich mal kurz schauen? Ja, das macht noch immer ein paar Schaden beim Durchfahren. Ist akzeptabel, muss ich sagen. Und weil ich gerade hier stehe, tue ich mal die Sphäre weg und gehe mal hier auf den Blitzschlag. So. Und zwar Blitzschlag. Hier sieht man jetzt so wie beim Tesla, beim Zwerg, dieser Bereich, der macht Schaden. Das heißt, der Blitz macht hier 9000 und das Zeug lädt sich auf, explodiert dann und dann macht es nochmal Schaden. Jetzt gehe ich mal zu einem Gegner, der was vielleicht ein bisschen mehr aushält, und zwar ihr hier. Das heißt, es macht jetzt an den doppelten Schaden. Das heißt, wenn ich den mache... Also das in Kombination mit dem Q4-Set ist für mich wieder mal übertriebenst überpowert und da sind mal wieder die Leute von Q7-Set extrem im Nachteil, meiner Empfindung nach. Ansonsten war es das hier jetzt dann aber von meiner Seite. Wenn es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare und ich würde dann versagen, es geht beim nächsten Mal weiter.